Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Baba Is You. In der letzten Folge haben wir richtig bravourös den Dungeon hier gelöst und Prison und überhaupt alles. Und eins fehlt noch, ein Level, nämlich Dim Signal, das vierte Bonus-Level im Island-Ding hier drin. Und das haben wir uns ja in der letzten Folge schon einmal angeguckt. Da gibt es so komische Roboter und es ist eigentlich genauso wie das Level davor, nur gibt es jetzt anscheinend... Was ist das Grüne? What? Bock. Bock ist Defeat. Okay, Moment. Was heißt Bock? Erstmal nachgoogeln. Translator, sag mir bitte, was Bock heißt. B-O-G. Bock. Moor, Sumpf, Morast, Lokus oder Klo? Oh nein, wir sind in das Klo gefallen. Das ist natürlich nicht so gut. Okay, ins Klo wollen wir nicht fallen. Wir müssen garantiert wieder den Dude darüber schicken. Also den können wir gerade noch pushen und moven. Ich will einmal kurz wissen, ob er überhaupt darüber gehen kann. Kann er. Okay. Das ist gut zu wissen. Okay, was müssen wir machen? Auf der rechten Seite haben wir auf jeden Fall mehr Variablen als beim letzten Mal. Und zwar müssen wir dreimal da was hinschieben, statt nur zweimal. Das ist höchst interessant. Und wir müssen hinbekommen Leg and Walk and Ice is Win. Das heißt, das And muss hier oben hin. Das And muss dahin. Und das ist vom Roboter wahrscheinlich. Oder vom Cock, ist eigentlich egal. Muss dann hier zwischen zu dem Win. Dann ist die Flagge nämlich Win und dann haben wir gewonnen. Oder aber wir machen... Kriegen wir das irgendwie hin, dass Cock is Win ist? Nee, ne, das kriegen wir nicht hin, weil da eine Pipe ist. Was haben wir sonst? Pipe is Stop, Flag is Win, Baba is You. Also wie gehabt, okay. Cock ist noch kein Push, das müssen wir garantiert erst noch pushen, bevor wir irgendetwas machen. So, dann können wir das Ding hier pushen. Ich weiß übrigens nicht, ob ich das richtig ausspreche, ob das wirklich Cock heißt, so wie der Schwanz. aber ich weiß nicht, wie man es sonst anders aussprechen sollte. COG. 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 Ich spreche es halt wie COCK aus. Aber ist ja egal, Leute. So, was machen wir mit diesem Cog? Wenn wir jetzt sagen, Cog ist Push, dann haben wir dieses Push nicht mehr. Das wäre schlecht. Also ich glaube, das mit dem Cog und Push und so, das müssen wir erst am Ende machen. So, es muss erstmal der Roboter alles rüberbringen. Und wie machen wir das jetzt? Wenn wir sagen, Robot ist Move, dann moved er halt wirklich die ganze Zeit, ne? Das ist, wäre nicht mehr an der richtigen Stelle, ist die Sache. Aber das ist, muss ja auch gar nicht dahin, sondern das And muss dahin. Das And muss unter Flag. And move. Robot ist push and move. Wenn wir das irgendwie darüber bekommen, dann wäre ich ja schon froh. Oh, ist doch nicht so einfach, wie ich gedacht hätte. Okay, Cock ist Push. Schön. Also den Cock müssen wir auf jeden Fall dazwischen packen. Und wenn der Cock dann dazwischen ist, dann ist alles cool. Dann brauchen wir auch dieses Push hier nicht mehr. Doch, das brauchen wir natürlich immer für den Roboter, damit wir den an die richtige Position ranpacken können. So, der soll da auf jeden Fall rumlaufen. Aber Cock ist irgendwas, ist egal. Das heißt, wir packen das Cock dahin, dann ist einer voll. Dann kann daneben wahrscheinlich noch einer. Und dann kommt erst das And, ne? Okay, also wir packen Cock. Cock. Cock, Cock. Und davor das And. Und dann sollte das schon mal Flag and Walk ergeben. So, in meiner Theorie zumindest. So, push mal darüber. Ah, Cock ist nicht mehr Push. Okay, das ist natürlich blöd. Warte mal. Cock muss Push sein, damit man das darüber schicken kann. Weil wenn Cock gar nichts ist, ist das natürlich blöde. Tja, dann... Aber wir brauchen das Push hier. Wenn wir das Push nicht hier haben, dann ist doch alles blöd. Dann gibt das doch alles keinen Sinn. Naja, das Push für den Robot brauchen wir jetzt gerade nicht. Wenn wir das so sagen. Und das Stop brauchen wir ja auch erstmal nicht. Dann kriegen wir schon mal eine Sache rüber. So, und er schickt das jetzt darüber. Dann ist das erste End ist dann schon mal an der richtigen Stelle. So, sehr gut gemacht, Roboter. Das zweite End muss ein höher dahin. Aber das End ist hier jetzt schon an der falschen Stelle, Leute. Wir kriegen das hier nicht mehr weg. Nein, gib mir das End wieder. Ich hab das zu weit nach rechts gepackt, ich Dummkopf. Okay, nochmal. Was hatten wir jetzt gemacht? Wir haben gesagt, Cock is Push and Robot is Move. Er schickt das einmal rüber, das End. Das erste ist schon mal an der richtigen Stelle. So. Soweit hatten wir das ja eben auch schon. Okay, jetzt muss Cock nicht mehr Push sein, weil das Cock schon drüben ist. Das heißt, wir haben das Push jetzt frei. Müssen allerdings den Roboter natürlich noch ein bisschen pushen. So, wir brauchen immer
drei Teile hier. Das dritte muss immer das And sein. Ist das hier richtig? Nee, das muss alles ein Hören, ne? So. Also das wäre dann auch schon mal an der richtigen Stelle. Bin gespannt, ob das am Ende dann irgendwie noch kacke wird. So, der moved jetzt auch einmal rüber. Vielleicht brauchen wir das Cock noch. Aber ich glaube fast nicht. Nee, schieb mal rüber. Sieht erstmal gut aus. Flag and Walk and Ice ist irgendwas. So, jetzt können wir den Roboter wieder hier runter pushen. Dahin. Jetzt muss der Roboter kein Push mehr sein. Sondern der Roboter muss einfach nur Move sein. Das ist es aber doch schon, oder? Wir müssen einfach nur das Robot is Move hier oben hinpacken. So. Und dann ist das ist ja auch schon an der richtigen Stelle. Ja, du sollst das alles... Hallo? Okay, dann halt alles noch ein weiter nach rechts. Mir doch egal, wenn du das nicht pushen willst. So, hier, jetzt aber. Jetzt pusht das da rüber und wir gehen auf die Flagge und warten. Das war ja super easy. Das haben wir richtig schnell hinbekommen, Leute. Ja, ich habe meine erste Errungenschaft. Cock is push. Area completed. Wupp, wupp, wupp. Ganz viele kleine Blübchen. Ich bin happy. Geil, wir haben das Island geschafft. Hey, haben wir the Lake nicht hinbekommen? Ganz? Da fehlen noch Bonus-Level. Wollen wir die noch machen, Sunken Temple? Ja, komm. Dann machen wir ein bisschen Backtracking in dieser Folge. Sunken Temple, ist er denn nicht Raff hier wirklich gar... Ach, das war der Scheiß. Ich hab mir das nochmal angeguckt. Ich guck mir ja immer meine eigenen Folgen nochmal an. Zumindest beim Schneiden so ein bisschen. Und da hatte ich nämlich eigentlich eine Idee. Jetzt muss ich nur in meinem Kopf kramen, weil das schon wieder ein paar Tage her ist. Ob ich diese Idee nochmal hinbekomme. Also es war auf jeden Fall Rock ist. So, wir können zweimal Rock werden, wir können zweimal Barber werden. Das war auch wieder irgendwas, das mit da reingehen. Aber ich bin ja gerade nicht sicher, was genau. Rock is Wall hat gar nichts gebracht. Barber is Wall bringt auch nichts. Wir können halt wieder Rock is Barber is You sagen. Dann haben wir zweimal Barber. So, wir kriegen auch das Push hier noch hin. Ich in meinem Kopf... Oh shit. Mein Kopf ist nämlich irgendwie sowas, dass man das Push auf jeden Fall braucht. Jetzt bin ich hier gerade am struggeln, wie ich das Push da rausbekomme, ohne den zweiten so komisch zu machen. Also, wir machen das jetzt so. Das Push kommt hier raus. Okay, dann können wir nämlich sagen, dass wir zwei Rocks sind. Rock is you? War das irgendwie so? Ich habe irgendwas im Kopf, Leute. Wenn wir sagen, Rock is you, dann können wir nämlich sowohl der Rock sein, als auch Baba. Allerdings gibt es da jetzt gar keinen Rock mehr. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, egal welche Entität man hat, man stirbt immer gegen dieses Ding, oder? Es sei denn, man kann halt den Rock da rein pushen. Ja, genau, so war das, glaube ich. Okay, Moment. Wir müssen das hier erstmal dahin packen. Und jetzt machen wir, dass der Rock nämlich hier draußen ist. Dann sagen wir, dass wir der Rock sind. Also wir sagen, wir sind sowohl Baba als auch der Rock. Und dafür müssen wir erst einmal das hier nach unten packen, weil wir sonst den Rock nicht mehr wegbekommen. Und ihr versteht schon, was ich machen will, oder? So, wie kriege ich das jetzt ordentlich hier runter? Achso, ja. Nee, Baba ist Rock. Ich will das Rock auf der linken Seite haben. Warte, kriegen wir das? Irgendwie so. Jo, wo steht das Jockey? So, okay, das ist brauchen wir. Ich will halt nichts an der Wand haben, weil ich es sonst da nicht mehr wegbekomme. So, Rock is you müssen wir auf jeden Fall machen. So, das funktioniert schon mal. So, Rock is you. Jetzt sind wir der Rock. Wir bewegen den hier raus. Werden wieder zu Baba. Jetzt holen wir uns das Push wieder. Und sagen, der Rock ist Push. Aber weil wir... Muss ich mal kurz überlegen, wie ich das anstellen möchte. Weil wir ja... Nein, wieso bewegt sich denn der Rock jetzt mit? Okay, soll trotzdem gehen, oder? Ja. Weil wir ja jetzt nicht der Rock sind, kann der Rock nicht an der Krabbe sterben, weil Krabbe ist nur Defeat. Ja, wir müssen das noch ein weiterschieben. Wie? Okay, wir müssen das alles nach unten bringen und müssen das Rock is Push, glaube ich, da durchschubsen. Das heißt, wir sind Baba.
Wie kriegen wir das denn jetzt alles darunter, dass wir den Rock da durchschieben können? Gar nicht, gell? Ich glaube, wir dürfen den Rock dann erst dahin schieben, sobald das schon unten ist. Kann das sein? So, und dann muss das da irgendwie das durchschieben, aber das geht auch nicht. Hä? Okay, in meinem Kopf ist jetzt irgendwie sowas drin wie, wir schieben das hier rüber, werden zum Rock. Funktioniert alles nicht so, wie ich es will, Leute. Warte mal. Jetzt sind wir der Rock. Jetzt sind wir wieder Baba. Wir sind immer noch Baba. Oh, sorry, Rock. Jetzt kriege ich den Rock da aber auch nicht mehr runter. Jetzt... Ach so. Oh Gott, das ist alles so complicated in meinem Kopf. Jetzt sind wir wieder der Rock. Okay, soweit so gut. Wir sind wieder Baba. Wir sind immer noch Baba. Jetzt sind wir der Rock. Jetzt wollen wir aber eigentlich, dass das Push auf der anderen Seite ist. Hätten wir das alles ganz rechts haben müssen? Aber dann ist Rock nicht mehr Push. Hä? Aber irgendwie sowas muss das doch sein. Rock is you. Kann ich hier hinlaufen? Aber kann nicht mehr sagen, dass ich Baba bin, weil wenn ich das hochpushe... Oh, doch kann ich. Jetzt bin ich Baba. Kann ich den wieder runterpacken, dann bin ich aber nur wieder der Rock. Der Rock stirbt, wenn wir der Rock sind, ja. Ich glaube, ich bin ganz nah dran, aber die letzte Zündung fehlt hier noch irgendwie. Baba ist Push, Rock ist Push, Rock ist immer noch Push. So? Ah ne, jetzt sind wir aber wieder der Rock. Hm. Sind wir Baba? Wie kriege ich den Rock jetzt hier unten hin? Wir können natürlich auch Baba pushen. Wenn wir das irgendwie hinbekommen. Ich weiß halt nicht, wie wir Baba da runterbekommen sollen. Oh, doch weiß ich. Wir können. Können wir nicht irgendwie das Baba hier weg... Ich glaube, ich bin ein zu weit runtergegangen, ne? Okay, warte, das machen wir nochmal. Ich glaube, ich hab's aber. Ich glaube, ich bin da in einer sehr heißen Spur auf dem Pfad, auf dem Dampfer, auf dem was auch immer, was ich bin. So, also wir müssen der Rock werden. So war der Start, ne? Okay. You is Rock? Nee, das ging nicht. Rock is you muss das sein. Und dafür mussten wir das nach links. Mein Kopf ist am Arbeiten. So. Wir sind der Rock. Wir holen uns das Push. Wir holen uns das Push. Jetzt müssen wir machen, dass wir wieder Baba sind. Und jetzt müssen wir es irgendwie hinbekommen. Was hatte ich gerade im Kopf? Ich habe schon wieder vergessen, Leute. Ach so, dass Baba is you von oben nach unten, glaube ich, gemacht wird. Und das kriegen wir hin, indem wir Rock is you sagen. Dann das Baba is hier rauspushen. Das Baba nach oben legen. Ups. So, jetzt sind wir wieder... Jetzt sind wir beides, okay. Wir wollen aber nicht beides sein, sondern wir wollen nur Baba sein. Und dann sagen wir... Shit. Doch, ist okay. Dann sagen wir Rock ist Push. Wie kriege ich jetzt das Push hier weg? Dammit! Hol das Push. Nein, jetzt sind die übereinander. Oh nö. Wie kriegen wir das hin, dass die nicht übereinander sind und das trotzdem funktioniert? Ich brauche jetzt dieses Push. Das ist doch nicht dein Ernst. Ah. Aber ich glaube wirklich, dass das Baba so nach oben muss. Okay. So, das war der Fehler hier. Wir müssen Rockes Push hinbekommen. Jetzt sind wir beides. Wir packen die nochmal ein bisschen auseinander. Vielleicht so irgendwie? Okay. Mehr oder weniger? Eher weniger? Oh, jetzt können wir das Baba ist hier zumindest runter pushen. Jetzt sind wir auch nur noch wir sind nur noch Baba. Jetzt können wir irgendwie machen, Baba ist Push. Können wir machen. Wir können machen, Baba ist Push. Dann können wir aber nicht mehr sagen... Rock is you.
Bringt uns das denn was, wenn wir Baba pushen? Ah, das ist doch komplizierter, als ich dachte. Wir können jetzt zumindest sagen, was ich eben machen wollte, dass Rock ist Push. Das können wir jetzt hinbekommen. Jetzt können wir den Rock schon mal da durchpushen. Zack. Und dann müssen wir gleich der Rock werden, während wir den Rock da durchschieben. Das heißt, wir müssen jetzt hinbekommen, dass... Was müssen wir hinbekommen, Leute? Was müssen wir hinbekommen? Hören, sag mir, was wir hinbekommen müssen. Wir müssen hinbekommen, dass wir der Rock werden, während wir das nach unten pushen. Das Push brauchen wir nicht mehr. Das Push kann auf jeden Fall weg. Komme ich nicht mehr an das Rock ran. So, das Push kommt weg. Out of my way! So. Hören, bitte arbeite. Mach jetzt nichts Falsches. Wir sind ganz nah an der Lösung. Baba is you. Und es muss einfach nur Rock is you werden. Während was passiert? Na, wir brauchen das Push doch noch. Wir müssen... Nee, was müssen wir denn machen? Gib nochmal das Push her. Bin mir ziemlich sicher, dass wir das Is irgendwie hier nach unten schieben müssen. So. Ich bin mir auch sicher, dass wir das Rock da unten brauchen. Jetzt könnten wir machen, Rock is you. Dann sind wir tot. Wir können jetzt den Rock da durchschieben. Können wir nicht, weil der Rock kein Push ist. Ach so, der Rock muss Push sein, damit man ihn da durchschieben kann. Sogar mit dem Text. Das ist ja dumm. Okay. Wir haben ein Is. Mit dem Is könnten wir ihn da durchschieben. So, und zwar können wir jetzt sagen, ich komme wieder nicht an das Push ran. Gib mir das Push! So. So, wir nehmen das Is. Shit. Wir nehmen das Is. Mann, wie komme ich denn da ran, ohne dass hier irgendwas passiert? Dankeschön. So, wir nehmen das Is. Wir sagen, Rock is Push. Rock is Push. Jetzt können wir den Rock da durchschieben und jetzt müssen wir einfach nur der Rock werden. Mann, ey. Danke. Ich liebe dieses Spiel. Meine Güte. Ja, noch eine Area completed. Water is sink. Nur zwei Bonuslevel. Boah. Ohne Witz, du bist so nah dran an der Lösung und es dauert einfach Ewigkeit, bis du einfach trotzdem die Lösung hast. So, wir schauen uns nochmal die Temporuinen an, aber eigentlich ist diese Folge jetzt auch schon lang genug. Wir schauen nochmal. Fragilität in den Ruinen. Baba is weak, das ist neu. Deswegen sterben wir gegen, was ist das, Gras? Ist nicht mal deklariert, was das sein soll. Wir sterben einfach gegen alles, gegen die Algen. Ne, Algen gab's ja sogar. Was mag das sein? Aber es gibt's nicht. So, Skull is defeat und wir sind weak, also wir sterben wohl gegen alles, aber obwohl wir schwach sind, können wir den Rock pushen. Okay, interessant. Ja, dann würde ich sagen, wir sind nicht mehr weak und können dann über das Gras laufen. Sehr schön. Warum man stirbt an Rasen, weil man weak ist, keine Ahnung. Und wir können sagen, der Skull is weak. Was passiert dann? Er ist zwar immer noch defeat, aber vielleicht stirbt er dann gegen den Stein? Wir können dir... Haha! Stirb, du Sky! Okay, nice. Jetzt haben wir zwei Röcke. Ja, dann sagen wir doch einfach... Der Stein ist jetzt weak. Wie wär's damit? Stein ist weak. Und dann laufen wir einfach durch den Stein durch, Leute. Okay, das war nur ein Tutorial-mäßig hier. Jetzt können wir den einfach kaputt hauen, ne? Nee. Warum nicht? Was denn dann? Skull is Rock? Geht nicht. Er muss irgendwo dran ballen. Ah, okay, verstanden. Flag is win. Super easy. Gut, dann würde ich sagen, haben wir auch das erste Level aus dieser Area gemacht. Ich habe ja in der letzten Folge versprochen, dass wir uns das hier angucken. Guck mal, da sind zwei Leute, die nix beschützen. Die beschützen einfach einen leeren Raum. Aber ich bin mir sicher, Leute würden sich dafür anstellen. Einfach weil da Bodyguards vor sind, die das beschützen. Tunnel Vision kommt dann beim nächsten Mal. Ja, ich glaube, man sieht immer, dass das so ein Tutorial ist, wenn hier solche Wege sind. Und jetzt kommt erst der Real Shit, Leute. Na gut, dann würde ich aber sagen, was war's mit dieser Folge. Ich möchte die Folge jetzt wieder ein bisschen kürzer machen, so 20 Minuten. Ist ja, denke ich, brauche richtig lange mit diesem ganzen Scheiß. Oh ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da.
Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, dann noch ein Abo. Würde mich freuen, ob ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.